Moin Leute, endlich wieder mal Mitteiler 7 Days to Die. Buh. Hi. Hab Buh gesagt. Nein. Buh. Ich hab Montag frei, Dienstag habe ich Berufsschule, 3 Tage Praktik. Naja, ich sag Arbeit. Ist ja eigentlich eine Arbeit. Wo machst du das dieses Mal? Immer noch? In Genau da, wo Schleswig? ich immer noch bin. Das mache ich jetzt weitere 3 Wochen. Aber das halte ich aus. Immerhin habe ich Pfannkuchen selbst gekocht, also. Und die schmecken gerade nicht wirklich schlecht. Die schmecken eigentlich richtig gut. Ich habe zwar ein bisschen zu wenig Zucker reingehauen, aber irgendwie hasse ich diese Stühle. Ich hab gesehen, was du da unten gemacht hast. Denn so sehen Zombies normalerweise nicht aus, wenn man sie tötet. Ach ja, der Brunnen ist, der Bunker ist oben voller Zombies. Ich bin zu Hause. 78? Du hast ja gegessen. Tyler, soll so aussehen, als wäre hier Krieg gewesen, weißt du? Hier so Rebellen, die gestorben sind. Sieht eigentlich geil aus, ne? Tyler? Ein Hallo? bisschen zu viel des Guten. Als wäre hier Rebellen gestorben. Hier liegen auch nochmal welche. Glaubst du, hinter der Tür liegen auch welche? Hallo? Nee. Hä? Das Motorrad, das ist doch, das ist Hier, guck meins. mal, ich habe sogar Backsteine hingelegt, damit es aussieht, als wäre da eingestürzt. Guck! Da ist der Teamanführer. Tyler. Ob die bald hier runterkommen, was glaubst du? Hallo? Glaubst du. Ja. Bist du dir wirklich sicher? Man hält die Tür über 10.000 Schläge aus. Außer die Scheibe vor mir. Hier hält ja gar nichts aus. Ist ja bald soweit, ne? Tyler. Ist bald soweit, ne? Womit denn? Ja, was wohl? Ist was nicht? Tag 7. Oh, stimmt ja, ich habe hier Minen hin, ne? Ah, Tyler? Tyler! Komm mal zu mir, dann können wir gleich weitermachen. Tyler. nein, ich hab hier. Du bleibst da, sterbst schon. Da ist einer durch die Wand geglitscht. Da ist einer durch die Wand geglitscht. Ich hab's gesehen, Tyler, denkt dran. Also ich wohne da auch noch, ne? Hallo? Ja. Der Zombie stöhnt ganz schön. Tyler, der Zombie hat sich schmecken lassen. Guck, ich hab mich schussbereit gemacht. Ich bringe den Arsch auf jetzt um. Hör auf. Digga, da oben sind tausende Kisten voller Waffen. Wieso gehst du nicht mal an den? Nein. Vorschlagshammer. Nimm doch den Vorschlagshammer. Nein. Nimm das Scharfschützgewehr. Nimm das Scharfschützgewehr. Die Pieks-Munition. Die? Ja. Dann kannst du mein Scharfschützgewehr da unten rein. Denk dran, die macht am meisten Schaden, wenn du einen Headshot verteilst. Ja, Leute, wir machen diese Woche Samstag, Tyler. Warte mal, ich habe mir aufgeschrieben, wann wir Film machen, ne? Hallo? Ja. Der Film? Ach so, hast du schon meinen Blog-Kanal gesehen? Tyler? Hallo? Was? Ich habe einen Blog-Kanal gestartet. Oh
Am Samstag wird der Kurzfilm gedreht und am Freitag kommt er online, ne? Tyler? Um 20.15 Uhr, wenn das nicht passiert, dann eben um 22 Uhr, hast du gehört? Lauf! Ich weiß nicht, wo er ist. What the fuck? Ist bei mir jemand runtergekommen? Hallo? Ich werde gejagt. Zum Glück haben die mich jetzt gefunden. Hallo? Ja. Wir haben die mich gefunden, jetzt kein Scheiß. Wie zum Fick kann man mich hier unten finden? Kannst du mir mal das beantworten? Weiß es nicht. Hä? Da haben wir Tag 7? Nee. Das passiert nur bei Tag 7. Hallo? Ja, das passiert nur bei Tag 7. Aber normalerweise haben wir kein Tag 7. Hä? Wir haben Taschenlampe. Wir haben jetzt Tag 7? Nee. Ansonsten würden wir jetzt nicht gejagt werden. Der letzte war am... Dann war der 14. 14 plus 7? Warte, du nachrechnen ist 21 gewesen. 24. 21. Weiß nicht, was da los ist. Wieso werden wir jetzt beide zur selben Zeit gejagt? Denk dich mal. Nee, geh mal auf die Mauer. Geh auf die Mauer. Geh auf die Mauer. Ich glaube, etwa mit Sachen. Irgendwas sagt mir, die sind wieder durch den Kiosk gebrochen. Alter, wie viele Leute. Schön in meiner Sitzecke und guck mir meine Bücher an. Oh, Mann. Es ist unbequem hier zu sitzen. Jason, hast du die Zimmer-Einstellung geändert? Nein. Hä, ja, hättest du doch sehen können, du. Was ist denn hier auf einmal los? Ich habe mir mal die Schwierigkeit geändert. Ich habe gar nichts geändert. Tyler. Ja. Es fragt mich nicht, was mit den Zombies los ist. Aber ich glaube, die haben Hunger. Geh mal raus und lass dich essen. Nee. Ich hätte Leute holen sollen erstmal, ne? Gestern. Was machen müssen. Als ich gestern viel Zeit hatte. Ich aber keine Folge gedreht habe, weil ich keinen Bock hatte. Wie ist da eine Mine explodiert? Leider. Keine Ahnung. Ach ja, ich habe eine Mine da platziert.
Das vergessen wir mal schnell, ne? Leider? Ja. Hab nur vergessen, dass ich da eine Scheiße habe. Tyler? Hm? Kommst du her? Nein, ich war ganz woanders hin. Sollen wir uns beim Hotel treffen? Hallo? Fahr nicht nochmal zum Hotel. Denk dran, wir fahren nächsten Tag 7 zum Dings, ne? Tyler? Wohin? Da wohnen wohl. Wo habe ich vorher gewohnt? Im Hotel. Wieso willst du da noch mal hin? Weil ich da noch nicht war. Aua. Aua. Dann kannst du ja für dich einmal machen, dann kann ich danach schauen, wie es aussieht. Nee. Wir fahren ja gemeinsam noch hin. Eigentlich wollte ich den Film von 7 Days to Die an den Silvester legen, ne? Tyler? Wieso an Silvester? Weil ich fand, das mit Silvester würde besser passen. Dann habe ich anders überlegt. Ich bin wieder versteckt. Ich habe meinen Zombie gekillt. Oh mein. Eine Mini-Horde. Ah, du steppst durch. Hitze, aber ich muss mich überlegen, wie ich da überhaupt wegkomme. Nee, du steppst durch Kaktusse. Du fährst jedes Mal den Kaktus an. Ach, Tyler? Wollt hier mit dir hinfahren? Hallo? Ja. Du siehst doch den Pfeil da, ne? Tyler? Guck mal, da ist das Motel, siehst du das? Obwohl, was war das für ein Gebäude? Nicht das Motel, ne? Nee, das war ja da. Was war denn das da? Keine Ahnung. Wir fahren dann da runter, okay? Ah, nach Tag 7 erst, Tyler. Hast du verstanden? Ja. Irgendwie ist meinem kalt, kann das sein? Zittert ganz schön mit der Waffe. Dein Handy. Ja. Okay. Jedes Mal, wenn dein Handy bimst, kommt ein Erdbeben in meinem Zimmer. Ich glaube, ab Folge 40 werden wir die Folgen ein bisschen länger machen, ne? Mhm. Aber nur die 40 bis 50, okay? Ja. Jetzt sind die erstmal 20 bis 30 Minuten und dann können wir die auf 40, 50 ballern und dann... Ja. Ich kann es auch jetzt auch positiv sehen, ne? Ich kann in den Leichen Sachen reinlegen. Dieses Geräusch. Tyler? Das ist eklig. Lecker, lecker. Die Kurs zurück. Oh mein Gott. Es ist ja schon Sommer gefühlt, ne? Mhm. Deswegen spiele ich auch gerade einen Fishing-Simulator. Hm. Du
kannst ja, wenn du ja wieder nach Hause fährst, ne? Unser Riesenunterschlupf da ein bisschen verschönern, Tyler. Ja. Guck mal, ich habe das hier auch verschönert. Siehst du, Blumen, haben wir zwei kleine Minisessel, da haben wir ein Sofa, noch eine Blume. Da ist auch eine Blume. Ich frage mich nur, wer hat hier Fernseher geguckt? Alter. Keine Ahnung. Wenn jemand sich vor der Zombie-Apokalypse oder nach der Zombie-Apokalypse sich hier Fernseher noch angeguckt hat, den kann man nicht aussuchen. Das ist das ganze Leben durchgespielt. Tyler. Der ist schlauer. Besser. Der war bei dir? Okay, in 5 Minuten oder 6 Minuten machen wir Schluss, ne? Ja. Okay, was haben wir hier? War Papier. Wow, Papier. Wow, Papier. War nix. War nix. War nix. Okay. War eine Mine. Radkappe, meine ich. Das war ja die Haupteingangstür. Ich glaube, man erkennt es gut, oder? Ja. Ah, aber ein Schneegebiet. Such mal dort nach einer Stadt, Alter. Hast du gehört? Mhm. Das wird denn am Freitag das 70 Abonnenten-Special, ne? Tyler? Ja. Ich habe ja jetzt 71 Abonnenten auf diesem Kanal. Ist das nicht viel? Hallo? Das ist schon viel irgendwie, ne? Tyler? Das hat sich gerade so disgusting angehört. Und ja, Leute, wenn ihr weiter abonniert, kommen mehr krasse Videospiele. Ich habe überlegt, ob wir dann Seven Days to Die und nach dem Film natürlich Five Nights at Freddy's 2 spielen. Ich weiß, ich habe auch keinen Bock darauf, aber egal. So habe ich eigentlich alle Tresore aufgemacht, ja, ne? Ich habe echt jeden geöffnet. Ich habe ja, ich glaube, das hast du auch gesehen in der Folge, oder? Die ja. Bunker voller Leichen. Also ich da mal geguckt habe, ob man irgendwie Waffen craften kann. Leider. Hast du gesehen, wie viele Probleme man dabei hat? Hallo? Natürlich habe ich es gesehen. Wie soll man eine Waffe craften, wenn man immer Lehrbücher hat, sie sich anguckt, aber man kann, darf keine Waffen machen? Kannst du mir das mal beantworten? Wie willst du denn so das Spiel durchspielen? Ach so, übrigens, wir müssen immer noch ein Sarahs Schatz ausgraben, ne? Tyler? Ja. Ein altes Haus. Und das sind Riesen. Wenn ich es gleich knallen höre, dann weiß ich, es ist bei mir. Kannst den Controller ruhig mal ein bisschen weiter runternehmen, ne? Übrigens, das Spiel, als ich es mir gekauft habe, kostete 5 Euro. Ein richtiges Schnäppchen. Kannst du jetzt mal den Eistee da mal trinken? Mach ihn gleich auf. Hm? Mach ihn gleich auf. Schmeckt nach Kaugummi. Was war das jetzt für ein Geschmack?
für ein Geschmack? Was ist das für ein Geschmack? Wie bist du gerade gestorben? Das Motorrad hat mich umgebracht. Was ist das für ein Geschmack hier? Hat nach Kaugummi geschmeckt. Pink Lemon. Ja, oh, also. Noch ein paar Sekunden. Na, da bringt's ja gar nicht wieder zu erscheinen. Doch, komm. Dann haben wir ein krasseres Bild. Ja gut, ich würde mal sagen, das war's mit der Folge 7 Days to Die. Heute machen wir Livestream. Und nein. Morgen, ja. Jeden Samstag kommt immer ein Livestream. Aber morgen wird ja der Film gedreht, das heißt, morgen kommt kein Livestream. Kommt ein Livestream, aber... Etwas später. Ja, das heißt, ich werde erstmal um 15 bis 18, habe ich ja mehr Zeit. 15 bis 17 würde ich mal sagen, ne? Wir drehen von 15 bis 17 einen Kurzfilm. Ich glaube, dann nehmen wir die andere Map aber dafür, oder? So eine neue Map, oder? Ja. Die länger, also sollen wir die größere denn nehmen oder die kleinere, wenn wir? Größer. Aber noch beenden wir ja nicht die Folge. Ja, das werden die erstmal. Noch ist nicht die Folge zu Ende. Weil die dürfen jetzt mitgucken und mitsehen, welche. Also welche war von denen nochmal groß? Naves Game oder das? Weil wir haben ja gerade dieses Naves Game. Twitch kann ich eigentlich löschen, ne? Mhm. Twitch 3 vor allem. 7 Day, Twitch 2. Okay, wir haben nur noch Staffel 2 und 7 Days. Vor allem fällt dir was auf? Guck dir mal die Zeit an, wenn wir das zuletzt gespielt haben. Was denn ernst? Ihr habt das Silvester gespielt? Und jetzt guck dir das an. 13:54? So, unsere neue Map. Bali. Ja, man muss ja kurz gucken, oder? Mhm. Mehrspieler Überlebensmodus, oder? Kreativ. Ein Online? Nein. Oh. Toll, jetzt habe ich Online eingedrückt. Ich schon nicht. Natürlich. Zombie-Apokalypse Welt mit einer zentralen Stadt. Ja. Ich will es mir mal nochmal angucken, ne? Movie, ne? Du wirst aber die Zombies so genau gehen, dass sie auch gleich schnell sind und sehr gefährlich. Das werde ich erst am Samstag machen. Am Samstag. Ich habe eh noch 7 Spiele, die ich spielen muss. Also... Ich habe Astroneer, Overcooked, 7 Days, GTA, Dark Souls und Fishing Simulator. Und beides ist ja auch das mit dir. Freust du dich schon? Ist die denn eigentlich wirklich größer oder ist die kleiner jetzt? Ist die jetzt größer oder kleiner? Keine Ahnung. Oh, du kannst weiter rauszoomen als im anderen. Hat sich die Farbe auch verändert? Wir gehen uns mal umgucken hier. Vielleicht hat man auch neue Items. Muss mal nachgucken. Ja. Ah, da war was Neues. Nein. Hier ist auch nichts Neues, wie du siehst. Du hast ja nicht alles durchgeschaut. Was Sicherheit geht vor. Na, damit man sich mal umgucken kann, ne? Mhm. Wir werden uns natürlich auch für den Film Dings bauen. Mit einer zentralen Stadt stand da, ne? Mhm. Aber die Zeit bewegt sich ganz schön langsam. Mhm. Ich bin gerade nicht gegen einen Baum gelaufen. Vor allem, warum schaltet man das Spiel eigentlich immer mit einer einzigen Wasserflasche? Der Wald ist größer.
Definitiv stelle ich mir das nicht vor, oder? Dass der Wald größer ist als im anderen. Deutlich. Tankstelle? Das Motel. Oh mein Gott, du bist ein Crashdown. Na gut, das war's.